Die Corona-Pandemie hat Kliniken vielerorts an ihre Grenzen gebracht und stellt das Gesundheitssystem auch weiter vor große Herausforderungen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert deshalb von der Politik grundlegende Reformen, um die Gesundheitsversorgung auf Dauer zu sichern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Finanzierungsfrage, der Pflegekräftemangel und die Reduzierung der Arbeitsbelastung. Die Bundeswehr bringt das Essen im Klinikum Markendorf. Seit Mitte Dezember sind die Soldaten in Frankfurt-Oder im Einsatz, weil dort zu viel Personal ausgefallen ist. Bundesweit unterstützen sie mehr als 100 Kliniken. Fachkräftemangel bleibt für die Krankenhäuser das größte Problem, auch zu Beginn der fünften Corona-Welle. Wir haben uns darauf eingestellt, auch mit Notfalldienstplänen auf möglicherweise Personalausfälle zu reagieren. Das wird aber dazu führen, dass wir die Regelversorgung ein Stück weit noch stärker einschränken müssen. Das heißt, die Patientinnen und Patienten werden medizinisch vertretbar auf ihre Behandlung ein Stück warten müssen. Neben kurzfristiger Hilfen für Kliniken und Personal müsse grundsätzlich reformiert werden. Von der Politik fordert die Krankenhausgesellschaft Bürokratieabbau und ein neues Finanzierungssystem. Die wirtschaftliche Existenz dürfe nicht allein davon abhängen, eine maximal große Patientenzahl zu behandeln. Für die Omikron-Welle hoffen die Kliniken auf niedergelassene Ärzte. Sie sollen die Patienten möglichst lange versorgen. Irgendwann ist dann, so glaubt es die Bundesärztekammer, Corona beherrschbar. Das Virus bleibt in der Bevölkerung vorhanden, so wie das Influenza-Virus oder viele andere Viren auch. Und mit Wiederkehr, saisonaler Wiederkehr, werden wir erleben, dass wir einen Anstieg von Infektionszahlen haben werden, aber nicht mehr in dem Umfang, wie wir das jetzt gehabt haben. Und wahrscheinlich und hoffentlich auch nicht mehr mit dieser Krankheitsintensität. Doch auch dann bleibt die Herausforderung, die Krankenhäuser zukunftsfähig und versorgungssicher zu machen. Weiter zu Anke Hahn für uns in Berlin. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft also bezieht sich ja vor allem auf zwei Aspekte. Einmal die aktuelle Corona-Situation und dann aber auch die lang- und mittelfristige Situation der Gesundheitsversorgung. Vielleicht zunächst zur derzeitigen Lage. Was genau wird denn da jetzt gefordert? Zunächst mal sind es finanzielle Forderungen. Zum einen für die Krankenhäuser selbst. Da geht es darum, dass dieser Rettungsschirm, der Corona-Rettungsschirm, der bisher schon aufgespannt wurde über Kliniken, dass der weiter fortbestehen soll, dass er auch noch ausgeweitet werden soll auf Häuser, die bisher nicht betroffen waren und vor allen Dingen, dass er sozusagen zu 100% die Probleme abdeckt. Bisher ist es so, die Häuser selbst müssen 2% selbst bezahlen. Jetzt sagen die Krankenhäuser, sie haben keine Rücklagen mehr, sie können das nicht mehr, also auch bitte diese 2% übernehmen. Das andere ist Geld für die Mitarbeiter. Da soll es ja eine Prämie geben. Und da sagen die Krankenhäuser, naja, Prämie schön und gut. Aber besser wäre es doch, wenn es keine Prämie wäre, sondern etwas stetiger, sowas wie ein Steuerfreibetrag, der über 1-2 Jahre, 2021, 2022 gezahlt werden könnte. Und es sollte möglichst alle Mitarbeiter betreffen und nicht nur einige herausgegriffen werden, wie sich das jetzt im Moment so abzeichnet. Mhm. Und das andere, was sie sich wünschen, ist Bürokratieabbau. Tatsächlich kurzfristig jetzt einen sogenannten Bürokratie-Lockdown. Der könnte Ihnen weiterhelfen, weil Sie dann Personal woanders hinschicken können. Ja, das ist zur derzeitigen Lage. Kommen wir vielleicht zur längerfristigen Perspektive, die ja auch eine Rolle spielt. Auch da erstmal allgemein gefragt, welche Reformen werden denn dort angemahnt? Es ist auch eigentlich eine Reform dessen, wie wird finanziert. Im Moment werden Fallpauschalen finanziert, also für eine bestimmte Erkrankung gibt es eine bestimmte Menge Geld, weil vorausgesetzt wird, dass bestimmte Mittel aufgewandt werden müssen. Also so und so viele Personen müssen beteiligt werden an der Pflege, das dauert so und so lange, die und die Geräte müssen benutzt werden und so weiter. Diese Fallpauschalen haben zur Folge, dass wer viel macht, auch viel Geld bekommt. Und dadurch werden bestimmte Krankenhäuser in Ballungsgebieten zum Beispiel bevorteilt gegenüber kleineren Krankenhäusern auf dem flachen Land. Dazu kommt, dass ja eigentlich ohnehin geplant ist, dass besondere Eingriffe, schwerere Eingriffe nicht mehr in allen Krankenhäusern gemacht werden sollen, sondern in denen, die das häufiger tun, weil gesagt wird, die machen das auch qualitativ besser. Dann stellt sich allerdings die Frage, wovon finanzieren sich die übrig gebliebenen Krankenhäuser? Und da sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, wir brauchen sowas wie eine Daseinsvorsorge, also eine finanzielle Vorsorge dafür, dass die Krankenhäuser Betten vorhalten, dass sie Leistungen anbieten können. Also es muss eine andere Struktur der Bezahlung her. Und sie sagen, wir brauchen vor allen Dingen dringend die Investitionen der Länder, die da eigentlich dazu verpflichtet sind. Die müssen in Bau, Anschaffung neuer Geräte eigentlich die Länder finanzieren, aber die machen das nur unzureichend. Ein Problem, das uns die Pandemie ja auch deutlich vor Augen geführt hat, ist Personalmangel im Gesundheitswesen. Einerseits natürlich die Pflegekräfte, aber auch bei Ärztinnen und Ärzten ganz allgemein. Was steht denn dazu in dem Papier?
Na, kurzfristig ist das zunächst mal nicht so leicht zu lösen, weil wo sollen sie herkommen? Aber mittel- und langfristig ist es eben auch eine Frage, was biete ich den Menschen, dass sie bei uns arbeiten in den Krankenhäusern? Da ist zum einen eine höhere Bezahlung und zum anderen vielleicht auch flexiblere Arbeitseinsätze, andere Arbeitszeiten, keine geteilten Dienste mehr, mehr Attraktivität im Beruf. Also das ist so, das sind so Themen, die da angepackt werden müssen. Das müssen die Häuser zum einen selbst tun, aber zum anderen kann das auch durch die Politik vorgegeben werden, eben zum Beispiel durch eine bessere Bezahlung. Anke Hahn war das für uns in Berlin. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen.